Willkommen zurück. Wir haben schon fast alle Regeln und Gesetze gelernt, die mit dem Winkel zu tun haben, um das Spiel mit Winkel zu spielen. Lass uns jetzt ein paar mehr lernen. Also, nehmen wir an, dass ich hier zwei parallele Geraden habe. Ihr könnt aber nicht wissen, was parallele Geraden sind. Lass mich das erklären. Ich habe eine Gerade. Ihr vermutet vielleicht schon, was parallele Geraden sind. Also, hier ist eine von den parallelen Geraden. Und andere zeichne ich mit der grünen Farbe. Parallele Geraden. Ich habe die eben gezeichnet. Wir nehmen an, dass sie unendlich laufen können, weil das abstrakte Begriffe sind. Diese blaue Gerade hier kann immer weiter, weit über den Bildschirm laufen. Diese grüne hier auch. Parallele Geraden sind also zwei Geraden, die in einer Ebene liegen. In diese Geometriestunden werden wir den dreidimensionalen Raum nicht ansprechen. Diese Geraden liegen in einer Ebene und ihr könnt diese Ebene sehen. Das ist zum Beispiel der Bildschirm Ihres Computers oder am Blatt Papier, auf dem ihr zeichnet. Diese Geraden schneiden einander nie und sind voneinander getrennt. Wenn ihr Algebra schon gelernt habt, dann wisst ihr, was eine Steigung ist. Also, parallele Geraden haben die gleiche Steigung. Sie laufen immer in eine Richtung, haben dabei verschiedene Schnittpunkte mit der Y-Achse. Hoffentlich versteht ihr auch, was der Begriff parallel bedeutet. Ihr habt das gesehen, zum Beispiel paralleles Parken des Autos, wenn ein Auto neben einem anderen geparkt wird. Sie sollen aber einander nicht berühren, weil wenn sie sich streifen, dann habt ihr Probleme. Wie auch immer, die blaue und die grüne Gerade sind parallel. Und nun stelle ich euch einen neuen Begriff vor, die schneidende Gerade. Das ist eine Gerade, die diese zwei Geraden schneidet. Das ist eine schneidende Gerade. Das ist ein schickes Wort für etwas so Einfaches. Ich schreibe das auf. Schneidende Gerade. Schneidende Gerade. Sie schneidet zwei andere Geraden. Ich habe eben an Eselsbrücke gedacht, um diesen Begriff besser zu merken, aber vielleicht ist es unangebracht. Fahren wir mit Geometrie fort. Wir haben eine schneidende Gerade, die zwei parallele Geraden schneidet. Wenn sie wirklich eine Gerade schneidet, schneidet sie auch die zweite Gerade. Denk darüber nach. Ich kann nicht etwas zeichnen, was eine parallele Gerade schneidet und die zweite nicht, weil diese Gerade unendlich ist. Ich glaube, es soll für euch ganz klar sein. Aber nun möchte ich die von dieser Gerade gebildeten Winkel analysieren. Also, das Erste, was mich interessiert, sind Stufenwinkel. Stufenwinkel sind gleich große Winkel an die parallelen Geraden, die von den anderen Geraden geschnitten sind. Also, dieser Winkel und dieser sind Stufenwinkel. Sie sind gleich groß, die spielen sozusagen die gleiche Rolle. Wie ihr es euch vorstellen könnt und wie es auf meine schönen Zeichnung aussieht, müssen diese Winkel gleich groß sein. Das heißt, wenn das x ist, ist es auch x. Wenn wir das wissen, können wir die Regel verwenden, die wir gelernt haben, um alles über diese Geraden rauszufinden. Weil, wenn das x ist, was ist das denn? Wie groß ist dieser rote Winkel? Das sind Gegenwinkel, stimmt, sie liegen an sich schneidenden Geraden gegenüber. Also dieser Winkel ist auch gleich x. Dasselbe können wir auch hier machen. Dieser Winkel ist ein Gegenwinkel zum Winkel hier. Er ist auch gleich x. Lass mich eine schöne Farbe wählen. Wie wäre es mit Gelb? Wie groß ist dieser gelbe Winkel? Wir tun alles wie vorher. Wir haben diese großen Winkel hier, stimmt's? Der ganze Winkel ist 180 Grad. Dieser Winkel x und der gelbe Winkel sind also Supplementwinkel und wir können diese Winkel y berechnen. D ist 180 minus x, stimmt's? Wir haben eben eine Eigenschaft von Supplementwinkel verwendet. Wenn das der Winkel y ist und das ist sein Gegenwinkel, so ist der auch gleich y. Faszinierend.
Hier ist es genauso. Wenn wir den Winkel x haben, dann ist das sein Supplementwinkel, stimmt's? Das heißt, dass der auch gleich y ist. Und sein Gegenwinkel ist auch gleich y. Es gab hier allerhand geometrische Wörter und Regeln. Wir gehen das nochmal schnell durch. Es ist wirklich nicht besonders. Ich begann mit dem Begriff Stufenwinkel. Ich sagte, dieser x ist dem x gleich. Dann sagte ich, dass diese Winkel gleich sind, weil sie Stufenwinkel sind. Und sie sind diesem Winkel gleich. Und dann, wenn das x und das auch x ist, so sind die auch gleich, weil sie Stufenwinkel sind. Diese zwei roten Winkel sind auch gleich, weil sie Stufenwinkel sind. Sie liegen links unten. Wir gehen hier rum zu Supplementwinkel. Dieser Winkel y ist diesem y gleich, weil sie Stufenwinkel sind. Und diesen Winkel y ist gleich dem y hier, weil sie auch Stufenwinkel sind. Stufenwinkel sind also gleich. Es ist so, weil sie die gleiche Rolle spielen. Die Winkel rechts unten, seht ihr? Ich schreibe das auf. Stufenwinkel sind gleich. Das ist meine Kurzschrift. Na also, wir haben alles bekommen. Das ist alles, was ihr zu wissen braucht. Wollt ihr einen Schritt überspringen, dann müsst ihr wissen, dass innere Wechselwinkel gleich groß sind. Was verstehe ich unter Wechselwinkeln? Das sind Winkel, die zwischen den Parallelen zueinander am nächsten liegen. Sie liegen dabei an gegenüberliegenden Seiten von den schneidenden Gerade. Tja, das ist eine komplizierte Art, den orangen und roten Winkel zu definieren. Sie sind Wechselwinkel und wir haben schon bewiesen, dass wenn das x ist, so ist es auch x. Also, dieser x und dieser x sind Wechselwinkel. Dieser y und dieser y hier sind auch Wechselwinkel und wir haben schon bewiesen, dass sie gleich sind. Der letzte Begriff, den ihr in Geometrie kennenlernen werdet, ist äußere Wechselwinkel. Äußere Wechselwinkel sind auch gleich. Das sind Wechselwinkel an der Außenseite der Parallelen. Ein Beispiel, dieser Winkel sind dieser Winkel x oben und dieser Winkel x unten, weil sie an der Außenseite der Parallelen liegen. Der eine liegt an der oberen Seite, der andere an der unteren Seite. Dabei liegen sie an den gegenüberliegenden Seiten der schneidenden Gerade. Die Stufenwinkel finde ich einfacher. Der Rest sind Wechsel- und Supplementwinkel. Aber äußere Wechselwinkel sind dieser Winkel und dieser Winkel. Die anderen zwei äußere Wechselwinkel sind y hier und dieser y. Sie sind auch gleich. Wenn ihr das wisst, dann wisst ihr alles über parallelen Geraden, was ihr wissen müsst. Und das Letzte, was ich euch beibringe, damit ihr Winkelspiel mit voller Kraft spielt, ist, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad beträgt. Ich male also ein Dreieck, ein beliebiges. Hier ist es. Sagen wir, dass das x, das y und das z ist. Wir wissen, dass die Winkelsumme im Dreieck x Grad plus y Grad plus z Grad gleich 180 Grad ist. Also sagen wir, dass dieser Winkel 30 Grad ist und dieser hier 70 Grad ist. Wie groß ist dann z? Wir sagen, dass 30 plus 70 plus z gleich 180 oder 100 plus z gleich 180 Grad ist. Z ist gleich 80 Grad. Ihr werdet noch verschiedene Aufgaben lösen, wo man zwei Winkel angibt und ihr könnt diese Eigenschaften nutzen, um den dritten zu berechnen. Nun, wenn wir das alles schon wissen, können wir das Winkelspiel leicht spielen. Bis zum nächsten Video.